Sieben gute Gründe, warum du Lehm bei dir daheim beim Hausbau einsetzen solltest. Lehm ist nachhaltig und ökologisch und wenn es dich interessiert, dann bleib jetzt dran. Lehm kommt gerade in Deutschland sehr häufig vor, schon seit Tausenden von Jahren, weil unsere Böden in Deutschland sehr lehmhaltig sind. Lehm ist ein fantastischer Baustoff, der leicht zu bearbeiten ist. So, jetzt kommen wir zu Grund Nummer 1. Grund Nummer 1 wäre, durch Lehm spart man Energie. Und damit meine ich die Primärenergie. Weil bei der Herstellung von Lehm als Baustoff braucht man sehr wenig Energie zur Herstellung. Das macht Lehm zu einem sehr klimaneutralen und nachhaltigen Baustoff. Das wiederum führt uns sofort zu Nummer 2. Lehm ist wiederverwendbar. Das bedeutet, wenn ich 50 Jahre später mein Lehmhaus abreiße, dann fallen keine Entsorgungsgebühren an. Bei anderen Baustoffen fallen wieder Entsorgungsgebühren an und das führt auch wieder zu höheren Energiekosten. Punkt Nummer 3. Lehm konserviert Holz. Gerade sehr interessant für Fachwerkler, Leute, die sich mit Fachwerkhäusern befassen oder sogar eins besitzen oder eins renovieren oder umbauen möchten. Lehm macht Holz deutlich länger haltbar. Das führt uns nämlich auch gleichzeitig zu Punkt Nummer 4. Lehm ist hygroskopisch. Das bedeutet, Lehm nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie optimal wieder ab. Und aus diesem Grund entzieht Lehm dem Holz keine Feuchtigkeit, beziehungsweise gibt dem Holz die Feuchtigkeit, die es braucht, um möglichst lange sich selbst zu erhalten. Bedeutet auch gleichzeitig, Lehm kann als Dampfbremse fungieren. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben oder da, keine Ahnung. Also, Lehm fungiert auch als Dampfbremse. Punkt Nummer 5. Lehm sorgt dafür, dass du ein optimales Raumklima hast. Das bedeutet einfach, jeder, der schon mal in einem Raum mit Lehm war, weiß, dass man sich darin absolut wohl fühlt. Ist einfach angenehm, die Luftfeuchtigkeit pendelt sich optimal ein. Zwischen 45% und 55% pendelt sich die Luftfeuchtigkeit ein und da fühlt man sich einfach angenehm wohl. Vor allem im Schlafzimmer zahlt es sich einfach aus für das persönliche Wohlbefinden und für die Gesundheit mit Lehm zu arbeiten. Punkt Nummer 6. Lehm bindet Schadstoffe. Das bedeutet, eine Lehmwand, wie ihr hier im Hintergrund seht, mit Lehmedelputz, das lädt sich nicht elektromagnetisch auf. Das bedeutet, es zieht quasi nicht diesen Staub etc. an. Und so gesehen sprechen manche davon, Lehm reinigt die Luft. Punkt Nummer 7, zu guter Letzt, Lehm speichert Wärme. Das führt uns auch wieder zu Punkt 1, nämlich dass Lehm sehr viel Energie spart. Lehm speichert Wärme. Das bedeutet vor allem auch in Verbindung mit Wandheizung. Hier seht ihr eine Platte, wo Rohre drin sind für eine Wandheizung. Eignet sich Lehm optimal, um einfach die Heizkosten zu senken und gleichzeitig den Raumkomfort zu erhöhen. Doch zu dem Thema Wandheizung mit Lehm, da machen wir noch ein anderes Video dazu. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einfach ein paar gute Gründe mitgeben, warum ihr Lehm in euren eigenen vier Wänden benutzen solltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal hier unten. Ihr helft dadurch dem Kanal, sich weiterzuentwickeln und ihr helft dadurch anderen Leuten mit, einfach, dass sie auch mitkriegen, was Lehm für ein guter Baustoff ist. Vielen Dank. Euer Lukas, man sieht sich und bis bald.